Was? Nein! Ich darf nicht springen. Ich springe und nachdem ich einen Standfall gemacht habe, sterbe ich meistens. Nein! Na, ich glaube, ich hatte ihn fast. Ich glaube, in der Mitte kann ich die Raketen am besten abwehren. Schlecht. Das ist schwer abzuschätzen, wo die Strahlen hinkommen. Ah, jetzt habe ich die Raketen aus dem Augen verloren gehabt. Auch geiles Deutsch. Ja.
Bitte, bitte, bitte. Ich liebe meinen Raketenwerfer. Ich nenne ihn Vera. Ich habe ihn besiegt, ja. Hat ja auch nur ewig gedauert. I'm so mad at you, Bastardo. Du hast mein Schiff zerstört. Sünder. Bereue. Du wirst alles ruinieren. Ich werde dich in die Luft jagen. Also wahrscheinlich habe ich den Kampf mit dem Papst beschleunigt bis auf meinen letzten Versuch, aber oh. Warte, werde ich jetzt zum nächsten Papst? Yes. Alles. Und damit willkommen zurück zu Let's Play, Electronic Super Jump. Erst das Spiel gerade abgestürzt, beziehungsweise erst bin ich auf den Desktop gekommen, dann ist Fraps abgestürzt und danach ist Electronic Super Joy abgestürzt und... Jetzt sind wir in Welt 2. Ich habe schon wieder vergessen, wie es geht. Das ist erst 10 Minuten her, dass ich aufgenommen habe. Oh nein, oh nein. Andere Farben, cool. Wenn die Raketen mich vielleicht nicht noticen würden, das wäre sehr nett. Oh yeah. Oh yeah. Boah. Ich hab's doch geschafft. Wer bist du? I'm lost up here. Okay, ich dachte, das wäre so unsichtbarer Boden oder so. Ich meinte mich daran zu erinnern. I'm lost up here. Warum nicht? Ah. Yes. Warum heißt das Spiel Electronic Super Joy? Es müsste Electronic Super Rage heißen. Was? Oh, yeah. Oh Gott, jetzt bewegt sich die Stage wieder in ihrem eigenen Tempo. Nein. Aber da ist der Ausgang. Komm, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Nicht schneller werden. Nein. Geschafft. Nein, ich kann nicht. Aber da. Aber ich da. Genau. Das war auch so ein Ding mit diesem Spiel. Man verliert ständig Fähigkeiten, aber man bekommt was Neues. You can press R to reset. No. I cannot. Den Teil kann ich leider irgendwie gar nicht überspringen. Doch, kann ich. Options. Rebind Controls.
Jump. Was? Was ist denn Checkpoint-Button? Reset Control Bindings. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Anstatt dass man einfach eine Tabelle hat, nein. Ja, funktioniert. We're taking away your smash, but we're giving you double jump. We're needed in Airship City. Tschüss. Ach warte, Checkpoints werden durch Quick Restart gar nicht. Ach, jetzt verstehe ich den Unterschied. Naja, eigentlich auch unnötig sonst. Ich hab Bock, zu der Musik so abzugehen. Nein! Nein! Wieso muss man so komplizierten Shit machen? Richtig hinsetzen. Muss auch sein. Ich muss mich noch an diese neue Fähigkeit gewöhnen. Aber ich finde das gut, weil das macht halt jedes Level auch wirklich anders. Sonst bekommt man ja meistens neue Fähigkeiten und muss sie dann zusammen mit alten verwenden. Aber hier hat man einfach nur eine Spezialfähigkeit, um die die Level dann auch aufgebaut sind. Wir haben etwas mehr Beweglichkeit jetzt, aber wir können es wahrscheinlich jetzt nicht mehr wirklich verteidigen. Diese Stampferfähigkeit war halt unsere einzige offensive Fähigkeit auch. Also ich sehe schon, Raketen werden sehr nervig. Yes. Mist. Verdammt, ich mache immer den gleichen Fehler bei dem Ding. Geschafft. Bitch, please. Bitte was? Yes. Was? Oh nein, nein, jetzt habe ich R gedrückt. Jetzt muss ich den ganzen Shit nochmal machen. Ah komm, das kriege ich hin.
Rüber. Hab schon. Rüber. Seht ihr? Pro.